Der Spruch, ich kann auch ohne Drogen fröhlich sein, hört man von vielen Jugendlichen genau dann, wenn sie sich ein Bierchen öffnen. Es gibt allerdings seit Jahren eine hartnäckige Gemeinde Jugendlicher, die grundsätzlich ohne Alkohol, Zigaretten und harte Drogen leben. Die Bewegung heißt Straight Edge und hat viel mit Musik zu tun. Da geht es nicht nur ums Hören, sondern um einen Lebensstil. Zur Fastenzeit eine Gelegenheit, danach zu fragen, warum sie etwas tun, was viele vielleicht brav und langweilig finden, nämlich nüchtern. Leben. Wolf Christian Ulrich und Stefan Rüther berichten aus der Szene. Keine Zigaretten, keine Drogen an sich, kein Bier, kein Alkohol. Ist zu einer Lebenseinstellung geworden. Ich hatte zum Beispiel eine Alkoholvergiftung, bevor ich Straight Edge geworden bin. Also einen besseren Einstieg kann man ja nicht kriegen. Ein Jugendclub bei Aschaffenburg, nachts um eins. Maroon spielt, eine Band, die Straight Edge lebt. Das bedeutet sowas wie geradlinig und sauber. Auch einige der Jungs, die gekommen sind, um Maroon zu hören, leben selber Straight Edge. Ich bin durch die Musik dazugekommen und es ist einfach ein besserer Lebensstil, finde ich so. Ihr Zeichen, ein X aus der Zeit, als Straight Edge vor 30 Jahren in amerikanischen Clubs aufkam. Minderjährige wurden mit einem X markiert, dass sie keinen Alkohol kriegen. Und da ist es dann raus entstanden. So streng ist hier keiner und Straight Edger bilden auch auf diesem Konzert eher die Minderheit. Das wäre mir einfach nichts, so gar keinen Alkohol zu trinken. Also, wenn man weiß, wo seine Grenzen ist, ist das in Ordnung. Maroon jedenfalls lebt seit über 10 Jahren Straight Edge und ist nicht nur hierzulande eine der wichtigsten Bands, die diese Haltung repräsentiert. Super! Mit Maroons Metal-Musik können die Jungs in diesem Punk-Plattenladen in Münster allerdings überhaupt nichts anfangen. Sie mögen Hardcore-Punk, eine ganz andere Musikrichtung. Auch sie leben Straight Edge. Schließlich ist Straight Edge ursprünglich aus der Punk-Rebellion entstanden. Die Straight Edge-Geschichte hat eben noch so ein bisschen was Konstruktives, Positives noch da reingesetzt, dass man halt, klar, man ist angefressen, man kommt halt nicht so gut klar, so hat seine Probleme, aber versucht das halt nicht in der Selbstzerstörung irgendwie so kaputt zu machen oder zu betäuben, sondern man versucht halt irgendwie diesen Frust so nach außen, also umzuwandeln in was, in positive Energien. Zu Hause in einem blitzblank geputzten WG-Zimmer zeigt uns Markus die Platte, mit der Straight Edge anfing. Eine wichtige Band für den Anfang ist auf jeden Fall Minor Threat. Da gibt es halt diesen Song, der heißt Straight Edge, ja, wo er ganz klar erklärt, was er halt ablehnt, was er scheiße findet. Ja, das ist eigentlich ganz prägend für die Szene dann gewesen. Markus und seine Freunde sind nach Münster gezogen, weil sie hier eine Musikszene gefunden haben, in der sie aufgehen und in der viele andere Jugendliche auch Straight Edge leben. Für sie geht es nicht nur darum, clean zu leben, sondern auch durch Straight Edge ihr Leben selbst zu gestalten. Die Leute, die halt Straight Edge sind, das ist ja auch halt nun mal diese Sache, die sind halt, ja, die liegen halt nicht samstags und sonntags bis 3 Uhr nachmittags besoffen im Bett, sondern die stehen halt auf und kümmern sich um ihre Sachen. Der Tag von Markus und seinen Freunden endet natürlich auf einem Hardcore-Punk-Konzert. Dass die meisten hier Bier trinken, macht den Straight-Edgern aber nichts aus. Denn wer Straight-Edge lebt, tut das für sich selbst. Für sie heißt weniger Dröhnung, mehr Leben.